Ulje Gaming ist zurück, CJ und Jakon. Mit Resident Evil 1 HD Remaster. Das läuft. Du musst lauter reden, sonst verstehen die dich die Leute das nicht. Das läuft! Nach 33 Folgen haben wir den Titel raus. Ja! Da flutscht's. RE1 HDR. Das war immer noch zu stokelig. Okay, das übe ich nochmal. So, wir hatten ja gesagt, ich soll jetzt hier Pflanzen einsammeln. Ich hab das gesagt. Ja, genau. Ich weiß zwar nicht mehr, wo die sind. Die waren da eigentlich. Nee. Ich meine schon. Ich gucke einfach auf die Karte, wollte ich gerade sagen. Oder waren wir da drin? Falscher Button. Waren wir da in der Tür schon drin? In der? Ja. Ja. Mal rein. Ist aber rot. Ja, dann geh da nochmal rein. Ja, damit ich es grün mache. Dann geh da nochmal rein. Mach ich doch. Was ist eigentlich für Geräusche hier? Was für Geräusche? Ich weiß nicht, irgendwie so ein Kettensägen-Massaker. Ein Kettensägen-Massaker? Ja, hier ist irgendwas. Eine MO-Disc. Geile Minidisc. Bisschen veraltet das Spiel, ne? Ja, kennst du noch, hattest du so einen Timer? Minidisc hatte ich in der Tat nicht. Ich auch nicht. Das habe ich auch nicht lange gehalten. Nee, habe ich übersprungen. Hat mir das Sicherheitsprotokoll schon vorgelesen? Guck dir doch mal die andere Folge eben an. Erdgeschoss? Hey, nein, das kenne ich nicht. Heliport, nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Erstes Untergeschoss. Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Mann, Mann, Mann. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Oh, das ist gut. Aufzug. In Notfällen wird der Aufzug angehalten. Das ist toll. Zweites Untergeschoss. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Arving. Drittes, wie viel gibt's denn hier? Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefwärter, E. Smith Athros R. Wesker, Wesker, muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusiven Ausgabeterminals in den einzelnen Abteilungen des Chefforschers wird das Schloss deaktiviert. Oh, wir haben 3 MODIS schon. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primäre Brennstoff zur Stromversorgung. Der Zugang ist dem leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode-Ausgabe, Terminals. Was ist denn das für ein Schinken? Keine Ahnung, das scheint ein langes Buch zu sein. Ja. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforscher mit entsprechender Berechnung vorbehalten. Viertes Untergeschoss. Entwicklung des Tyrant. Tyrant! Nach Verabreichung des T-Virus. Nicht weiter lesbar. Ja, toll. Na, endlich. Oh, auf den Regalen stehen Videos. Die sind Aufzeichnungen und Überwachungskameras. Das ist toll. Ich dachte schon, Schmutzvideos. Hier kamen wir rein. Und hier ist ein Telefon. Ja. Dann geh doch mal ran. Klingelt gerade nicht. Mach du mal ein Filmchen an, da. Ulje Gaming, Hauptzentrale. Stimmt. Also wenn ihr mal Lust habt, ruft mal bei unserer Sekretärin an. Ja. Leinwand für den Filmprojektor. Das ist toll. Ist denn der Raum grün? Nein. Nein. Mach ihn grün. Was fehlt denn hier noch? Klick mal ein bisschen schön aus X. Ja, nicht immer an der gleichen Ecke. Button Flashing! Dieser Junge. Noch früher am Morgen, der hat er noch zu viel Energie. Ah, hier oben, hier, da war doch was. Ein Eingaberät für den Passcode. Ja, gib doch mal einen. Was hat man da? Keine Ahnung, mir fehlt gerade überhaupt keine Zahl im Kopf. 1, 2, 3, 4. Ja. Ero. Ero, erotisch. Ja, mit Doppel-R. Doppel-R. Okay, das war nicht richtig. Dann denke ich mal, gehen wir erstmal raus. Hatten wir noch irgendwo eine Nummer? Oh Gott, das ist schon wieder... Ich glaube, eine Nummer hatten wir nicht. Immer diese neuen Aufnahmesessions, die kotzen mich an. Ganz schlimm. Oh, im B2 sind wir ja schon. Ich gehe jetzt erstmal nochmal zurück, leg die Sachen wieder weg, die ich gerade unter Einsatz meines Lebens geholt habe. Das war echt kritisch. Ja. Weil hättest du dir den Fingernagel an dem Passcode-Gerät abgeknipst. Ja, das war erotisch. Nein. das weg. Halte ich eine Disk? Nein, noch nicht. Was ist der Speedrun bei Resident Evil 1? 1,5 Stunden? 2,5 würde ich sagen. Ja, ich glaube, irgendwas gelesen zu haben von 1,5 Stunden. Okay. Sind wir etwas länger unterwegs, würde ich sagen. Ja, aber wir wollen ja auch das Spiel genießen. Ja, tun wir nur leider nicht.
Doch, ich schon. Ja, also, wenn du nicht mitspielen würdest. Ja, eben. Deswegen genieße ich es ja nicht. Ach so, weil du mitspielst. Ja, richtig. Das kann ich verstehen. So, wieder runter. Ich habe wieder keine Ahnung, wo es lang geht. Wir haben doch irgendwann in der letzten Aufnahmesession irgendwelche Türen aufgeschlossen mit dem Pöln-Computer, mit John und Ada und... John und Ada? Ja, stimmt. Ja, ja. Dann geh doch mal ein bisschen. Geh mal nach rechts. Nee, ich will erst eine Karte gucken. Geh mal nach links. Da gucken wir, glaube ich, nicht mehr durch. Oder? Vorne da durch. Geh mal nach rechts. Das rechts? Nee, das andere rechts. Gut. Das von dir aus rechts. Das also links rechts. Ja. Ja. Eine Tür. Ich bin gespannt. Sollen wir mal mein Handy ausmachen? Warum? Ja, sonst piept's hier nachher wieder. Ist schon. Es piept schon wieder. Bei dir piept's wohl. So, hier ist eine Tür. Da waren wir noch nicht drin. Ingribbeln. Und Munition. Brandsätze. Was ist das denn? Diafilter. Oh. Was ist denn das da für ein Dr. Stefan Frank? Der Arzt. Dem müsstest du doch vertrauen da als Gilly. Oh, der hört dir. Du hast direkt ins Herz geschossen. Ins Herz, verstehst du? Aha. Ich hätte mal lieber einen Kopf geschossen. Stirb! Zünd ihn an, sonst wächst er nach. Geht nicht. Fax, das darfst du lesen. An Säuberungsabteilung. Oh Mann. Zu HD Manager Säuberung. Von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Weiter geht's. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Mach mal bitte die Augen zu. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Ja. Hey! Und dann höre ich es nicht mehr, was du liest oder was, wenn ich die Augen zumache. Ja, genau. Mach mal die Augen zu, du hörst zu viel. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden vom T-Virus infiziert. Das ist scheiße. Und starben auch noch. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem Nummer 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um eine Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Hier, das war auch schwierig. Einmal ASS und einmal MACS. ASS, ne? Problem Nummer 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. Toll. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Genau, würde ich auch sagen. Alter, jetzt brauche ich ein Glas Wasser. Ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems mit einer MO. Das könnte den, ja... Gut, dass ich den... Das Regal steht voller und sie können mich in einer Art... Legt mich am Arsch und weiter geht's. Habt ihr alle verstanden, ne? Ah! Du drehst dich mal wieder im Kreis. Sag mal hier. Hinter dieser robusten Tür scheint es etwas zu geben. Öffnen. Ja, natürlich. Ich habe keinen Platz. Aber vielleicht kriegst du ja auch gar nichts. Vielleicht explodiert aber nur gleich alles und dein Gesicht mit. Ach Mensch. Das wär's doch wert. Was machst du? Ja, ist noch früh am Morgen. Oh. So halb eins. Also ich fühle mich echt wie am frühen Morgen. Achtung, Explosionsgefahr. Gesicht weg. Treibstoff nicht schütteln. Ja, schüttel mal nicht. Ja, weiter. Können. Ja, gut. Ein Röntgenbild. Hey. Ist nicht ganz menschlich, ja, das ist richtig. Okay, MO des Kohlen. Und wieder hier rein, ne? Meinst du? Ja. Wir sind ja links. So viel dazu im Odyssey, ne? Ich soll es vielleicht auch vorlesen. Du solltest es vorlesen. Ja, hätte ich machen können. Da ist noch eine Tür. Ja, aber ich glaube, da waren wir schon. In dieser Tür, der Raum ist grün. Der Raum ist grün. Hä, der andere Raum war aber auch grün. Das ist doch voll der Beschiss. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich lang soll.
Mensch, ja. Völlig unterfordert, wollte ich gerade sagen, überfordert. Warum gehst du denn jetzt gleich wieder zurück? Weil ich dir eben Odins holen wollte. Und dann ein Passcode. Ich wollte mich erstmal mal ein bisschen umgucken. Aber dann geht's. Ja, aber oben. Es ist meine Folge. Es ist meine Folge. Oh, also so. Oh, mein Schatten. Alter. Spring über deinen Schatten. Ja, nee, das geht nicht. Spring über deinen Schatten. Alter. Kannst du nicht? Such a search. Ja, ganz genau. Kennt wahrscheinlich von denen, die dir mal reinschalten, keiner. Damals. Das ist ein 18er LP, das heißt, alle die müssten mindestens 18 sein. Weil wir ja auch die Sicherung reingemacht haben. Okay, wir reden auch noch drüber, wir werden sofort verklagt. Was tun wir nur? Weiter. Kinder nur an. Mit ihnen Resident Evil spielen? Ja, und jeder kann sehen. Ja, wie dumm wir sind. Das ist das Problem. Deswegen hätten wir den Filter da reinmachen sollen. Das ist verstörend. Ja, so MO-Disk. Nimm mal mit. Ja, mach ich. Haben wir noch mehrere von, oder nicht? Ja, aber ich. Brauche erstmal nur eine. Und wenn wir den haben, die MO-Disk, dann gehe ich mit dem Code quasi spazieren. Ja, richtig. Wieder in diesen Raum, wo wir eben waren, wo der Dia-Projektor ist, denn ich habe ja auch einen Dia-Filter, ne? Du laberst. Ich will hier Taten sehen. Ich habe da schon einen Zombie gekillt. Ja, das Problem nicht. Ist, der wird wahrscheinlich jetzt wieder aufstehen. Ja, weil du nicht angezwackelt hast. Ich hatte nichts dabei. Meine Güte. Tut mir ja leid. Da hat er eine Woche Zeit, ne? Sich hier vorzubereiten. Ja? Ja. Du hast mir gestern Abend geschrieben, oh, wir können aufnehmen. Stimmt so nicht. Das stimmt Lüge. So. Das ist eine Lüge. Soll ich mal nachgucken, unser Chatverlauf? An die Bild schreiben. Die verbreitet ja nie Lügen. Oh, da hat sich was bewegt. Oh, guck mal, da liegt er noch. Ich wollte nur eine größere Wumme in der Hand haben. Ich habe doch eine MO-Disk. Leg mal ein. Färf. So hört sich das an. Ah, so geht das also. Scheint etwas freigeschaltet zu haben. So, jetzt aber raus hier. Du hast die MO-Disk aber nicht wieder rausgenommen. Dann kannst du auch keine neue nachlegen. Ne, wir brauchen ja drei verschiedene, dachte ich. Aber nur vielleicht drei verschiedene MO-Disks. Das geht nicht. Du meinst, ich sollte sie alle drei da reintun? Würde ich sagen. Da kommst du mir jetzt mit. Ich komm mal mit. Sag mal, hast du heute Morgen Clown gefrühstückt? Alter, ich bin gerade völlig dehydriert. Ja, mach mal hin. Dann trink was. Ich muss in der Pause mir was zu trinken. Ja. Ich hab einen neuen Sandwich-Maker, willst du ein Sandwich? Oh, das wäre auch geil. Aber ohne dein Würstchen. Schade, ich wollte gerade fragen, ob du mal runterholst. Nee, da ist mir zu viel Haut. Scheiße, woher weißt du denn das? Es hängt immer da links an deinem Hosenbein raus. Moment, ich muss kurz noch. Nein. Das war rechts. Ach da! Das hängt ja wirklich raus. Das alte Rüsseltier. Damit trage ich gerade eine Dreiviertelhose. Scheiße. Er hätte auch Pornostar werden können. Aber nein. Nee, ich wollte Let's Player werden. Etwas seriös. Guck mal, haben alle. Wir sind durch. Dann sind wir gut. Und das klappt jetzt nicht. Da stand ja einiges. Ja, eben. Das ist das Problem. Ich gehe jetzt hoch zum Dia-Filter. Schon wieder?
Ja, da wollte ich die ganze Zeit hin. Kannst du ja vielleicht eine Sache weglegen und die MO-Disk trotzdem drin lassen. Falls wir nochmal was aufsammeln müssen. Den Diafilter zum Beispiel. Ich nehme an, der wird weg sein, wenn ich ihn gleich einlege. Meinst du nicht auch? Wäre möglich. Ja. Dann hast du dann einen Diafilter eingesammelt. Echt jetzt? Oh Mann, Leute. Ich weiß gar nicht, warum ich immer noch ein LPT mit dem zusammen mache. Ich starte mal teilweise kurz ein. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum. Das hat mir unser Praktikant jetzt in der Uni auch letztens gesagt. Hat er gesagt. Ja, ich schlafe immer ein. Ich kann gar nichts gegen machen, um meine Augen offen zu halten. Alter. Sie langweilen mich, hat er dir damit durch die Blume gesagt. Oh, hallo. Umbrella. Umbrella Corporation. Oh, den Cerberus. Der Neptun kennen wir auch schon. Den haben wir schon angelegt. Den Hunter. Ja. Oh, den kennen wir noch nicht. Noch nicht. Gut. Oh, hallo. Ihr Schweine seid das also. Linke. Links ist Harrison Ford. Und rechts? Das bist du. Hm. 1996. Oh, oh, oh. Code. Foto. Code. Kannst du mal einen QR-Scanner? Das wäre lustig, wenn das funktioniert. Oh, ich kann gar nichts erkennen. Los! Nee, das wird so nichts. Dann steh mal auf. Pass auf, du hast Kopfhörer an, ne? Ja, an. Auf! Machst du? Glaub, ich hab's. Ah, die Technik. So, und jetzt will ich einen Diafilter benutzen. Jetzt nochmal mit dir im Bild. Ah, jetzt wird's rot. Jetzt sind geheime Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. Jetzt ist er rot. Der Cerberus. Und jetzt ist er rot, der Neptun. Der Hunter auch. Welch Wunder, der Teil wird ebenso. Bioorganische. Sieht jetzt auch nicht besser aus. Aber vielleicht bei der Nummer ändert sich gleich was. Das könnte sein. Entwicklungsteam. Ah. 8462. Hab ich mir gemerkt. Kannst du ja ganz 8, 4, gut. 8462. Aber da wird nicht so ein schönes Ende kommen. Oh, wie du mir auf den Sack gingst. Wie du mir auf den Sack gingst. 8462. Eingabegerät für den Passcode. 84. Ich gebe das mal lieber schnell ein. Ja, guck mal, du hast auch nicht so einen weiten Weg. Ja. Das kann man sich merken. Oh. Wo war das? Ach, da. Hier im Raum. Was war das? 0735? 0735 war das. Habt ihr euch eingeprägt, ne? Eine Art Gerät. Wahrscheinlich können sie damit Kenneth Film ansehen. Wo habe ich den denn her? Lecker. Oh, jetzt hat er die Leitung durchgebissen. Ich glaube auch. Das war ja schön. Da blinkt ja noch was. Ja, ein Taser. Nee, ein Laborschlüssel. Ah. Oh. Na, nochmal Kenneth Film ansehen? Nein. Nein, der war mir zu brutal. Na gut, Leute, dann hat diese Folge ja doch noch ein sinnvolles Ende gehabt. Hat vielleicht mal wieder ein bisschen gedauert, aber naja. Gut, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn der Jarko mal wieder seine Skills unter Beweis stellen darf. Ja, er freut sich schon, ich sehe das schon, der kriegt schon einen kleinen... Egal. Macht's gut, Leute. Ciao.